Kolbenrückziehfehler. Die Maillard-Reaktion. Placebo-Effekt. Ansichtssache. Hazard Ratio. Konfidenzintervall. Chewiness. Fluff. Chemie. Antioxidativ. Ethanol. Nein. Plack. Awkward. Signifikant. Knuffi. Atomwaffentests. Meta-Analyse. SJW-Bullshit. Achtung. Achtung. Vorsicht. Eine Liste mit Einwortsätzen für jede Lebenslage. Inspiriert aus einer Einworterklärung aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaft oder Mechatronik. Wenn da irgendwas kaputt ist, maschinell, dann liegt das immer an der Kolbenrückziehfeder. Die gibt's nämlich gar nicht. Nicht zu verwechseln mit der Kolbenrückholfeder, weil die gibt's schon. Und wie selbstverständlich werde ich hier wieder ordentlich MyLab zitieren. Analogisierend zur Kolbenrückziehfeder gibt's eine chemische Erklärung, die man auch für fast alles anbringen kann, nämlich Maillard-Reaktion. 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 Eine der besten chemischen Reaktionen überhaupt, die Maillard-Reaktion. Backen, bis die Maillard-Reaktion stattgefunden hat. Die Maillard-Reaktion passiert auch beim Kaffeerösten oder beim Fleischbraten. Eigentlich überall, wo irgendwas braun und aromatisch wird und bildet eben eine ganze Bandbreite an wohlriechenden Geschmacks- und Aromastoffen. Passt immer. Maillard-Reaktion abgehakt. Wir hatten jetzt ein Bauteil, eine Reaktion, aber wissenschaftlich allgemein kann man auch viel mit Effekten erklären. Ein sogenannter Totschlageffekt ist der Placebo-Effekt. Placebo-Effekt. Placebos verabreicht, also Scheinpillen ohne Vitamin C. Placebo-Effekt, ganz klar. Wenn man hingegen Diskussionen aus dem Weg gehen will, wo es eigentlich nur um eigene Meinung geht, da benutzt man das Argument Ansichtssache. Ansichtssache. Diese ganzen Grenzen zwischen den Naturwissenschaften sind sowieso reine Ansichtssache. Ansichtssache. Sehr schön ist immer die Besprechung von Grafiken und von Achsenbeschriftung oder Achsenbedeutung. Wenn dich einer fragt, was ist denn das da für eine Achse, dann sagst du einfach Hazard Ratio. Hazard Ratio. Was ihr hier seht, ist die sogenannte Hazard Ratio, aufgetragen gegen die Alkoholmenge. Hazard Ratio. Ich denke, dass das universell für viel mehr Graphen gilt, als man denkt. Und wenn du dann in deiner Grafik noch etwas genauer erklären sollst und dich einer fragt, was ist denn das da jetzt, dann sagst du Konfidenzintervall. Ja, aber nichts mehr noch. Konfidenzintervall. Deswegen berechnet man für jede Studie ein sogenanntes Konfidenzintervall. Statt eines Punktwerts habe ich einen Balken. Je kleiner das Konfidenzintervall, desto sicherer kann ich mir über den Mittelwert sein. Konfidenzintervall. Passt in der Regel immer. Steigt exponentiell. Also natürlich gibt es Faktoren, die die Kurve prinzipiell nach hinten verschieben. So, also jedenfalls ist ja auch eigentlich egal, welche Kurve da genau. Es gibt, wie gesagt, diese drei Möglichkeiten. Ich habe da jetzt auch keine empirischen Daten. Aber ungefähr ergibt sich daraus. Jedenfalls haben wir diesen optimalen Punkt eigentlich schon überschritten. Wir befinden uns jetzt irgendwo hier. Das bedeutet, wir sollten weniger putzen. Ein sehr schönes Wort zur Beschreibung einer Konsistenz oder eines Aggregatzustandes. Das Ganze kann man übrigens auch visuell so schön darstellen. Das Wörtchen lautet Mai. Stell es uns vor. Chewiness. Für diese Konsistenz, diese Chewiness. Chewiness. Ebenfalls eine sehr schöne Wortneuschöpfung. Selbsterklärend, aber trotzdem irgendwie neu. Aus demselben Video ist die Bezeichnung des Aggregatzustandes Fluff. Fluff. Auch dafür, dass bei einem Kuchen würden wir jetzt das Fett, also die Butter und den Zucker erstmal schaumig schlagen für den Fluff. Fluff. So macht Chemie doch Spaß. Apropos Chemie. Weniger am Licht. Ich jedenfalls benutze auch Insektenspray, denn es gibt ja noch genug Mücken, gegen die das wirksam ist. Chemie. Chemie! Hier seht ihr Chemiker, echte Chemiker beim Essen. Das kann man immer anbringen, wenn man da jemanden hat, der so eine Öko-Phase hat. Und vornherein der Diskussion aus dem Weg zu gehen, warum man jetzt nichts Natürliches nimmt, sagt man einfach Chemie dazu. Auch sehr schön, auch typisch Chemiker. Anstatt ungesund benutzt man das Wörtchen antioxidativ.
Wie schnell ist euch nach? Antioxidativ. Antioxidativ. Ein Bierchen hier, ein Weinchen da. Antioxidativ. Oder wenn man gebeten wird, einen Inhaltsstoff anhand des Geruches zu erkennen. Mai empfiehlt folgendes Wörtchen. Ethanol. Leute, vielleicht ist es aber gar nicht. Ethanol. Dass es nach wie vor Alkohol und ungesund ist. Weg von der Chemie hin zu genereller Achtsamkeit. Auch ein sehr wichtiges Wort, nicht nur in der Wissenschaft, sondern vor allem im Allgemeinleben, ist ein Wort, was dir jede Menge Ärger vom Hals schaffen kann. Nein. Ja. Ich möchte jetzt einen kleinen Schlagabtausch mit mir selbst machen. Pro Mai gegen Contra Mai. Nein. Oh, nein. Du bringst da keine Argumente. Sobald du ein Argument lieferst, wird dein Gegenüber dieses Argument durch irgendwas entkräftigen wollen. Und wenn dann trotzdem nochmal irgendwas kommt wie doch, dann sagst du einfach, was an Nein hast du jetzt nicht verstanden? Auf die manchmal durchaus berechtigte Frage, was ist das? Und es handelt sich um etwas nicht Definierbares, dann sagst du einfach, das ist. Klack! 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 Plack. Was ist das? Nicht anfassen, nicht anfassen. Das ist ein Experiment. Auf die Frage, wie findest du das? Gibt's so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel? Awkward. Awkward. Und das sage nicht ich, das habe ich aus einer Quelle, die der Hersteller selbst auf seiner Seite verlinkt hat. Awkward. Um die Leute zu verwirren, kannst du auch folgendes Adjektiv nennen. Signifikant. Signifikant. Die war hier auch statistisch signifikant. Das heißt, es war ziemlich wahrscheinlich keine zufällige Schwankung. Signifikant besser. Signifikant. Eine typische Mädchenantwort auf die Frage, wie findest du das? Knuffi. Ifun. Darf ich auch mal ganz kurz betonen, wie Knuffi eigentlich bei Papa ist? If you're schön schlau and you know it, abonniert. If you're schön schlau and you know it, abonniert. Dieser Rhythmus. Knuffi. Auf die ernst gemeinte Frage, was machst du denn da? Mai, was machst du hier? Sagst du etwas nicht so ernst gemeint? Atomwaffentests. Das zählt ein Vermutner. Atomwaffentests. Weil er sich gegen Atomwaffentests einsetzte. Atomwaffentests. Mai, was machst du hier? Schokokuchen-Screening. Und wenn du es ein bisschen genereller halten willst, dann kannst du sowas antworten wie Meta-Analyse. Meta-Analyse. Deswegen müsst ihr eine sogenannte Meta-Analyse machen, bei der ihr die Ergebnisse verschiedener Studien sinnvoll gegeneinander abwägt und gewichtet. Meta-Analyse. Wenn du einer Diskussion aus dem Weg gehen willst, wo es eher so um ethische Grundeinstellungen geht, dann sagst du einfach SJW-Bullshit. SJW-Bullshit. SJW. SJW-Bullshit. Soziale Jahreswohlfahrt war gar nicht so weit weg. Social Justice Warrior. Okay. Bullshit. Was für eine Social Justice Warrior-Kacke. Wenn du nicht so viel Zeit hast, jetzt alles genau zu erklären, dann sag's einfach. Achtung, Achtung. Erstmal Achtung, Achtung. Bei allem, worüber wir heute gesprochen haben, handelt es sich um Korrelationen und nicht um Kausalitäten. Oder auf Bayerisch, ich bin ja Bayerisch-Expertin, Obacht ist auch sehr schön, gell? Wenn es nicht ganz so brenzlig ist wie bei einer Achtung-Situation, dann ist folgendes Wort geboten. Vorsicht. Vorsicht.
Deswegen sagte ich, Menschen, die gar keinen Alkohol trinken, sind statistisch mit Vorsicht zu genießen. Und ein gut gemeintes Vorsicht ist immer noch kürzer als ein Bleibt sicher! Bleibt sicher. Ich kann ja nicht andauernd immer nur die arme Mai zitieren. Deswegen habe ich jetzt auch drei eigene Einwortsätze, die ich gerne benutze. Das erste ist wieder aus dem alten ländischen Sprachraum. Eigentlich ist es ein Zwei-Wortsatz, aber man kann es auch abkürzen zu passt. Das kann allerdings auch abwertend gemeint sein, wenn man so sagt, Bastio. Aber so generell ist das auch nichts Schlechtes, wenn man sagen kann, passt. Ich habe mich beim Dämmel geschieden und gesagt, passt schon im Groben. Passt schon im Groben. Nummer zwei sagst du, wenn du gefragt wirst, was du essen willst. Peanuts. Oder wenn da jemand so ernst fragt, schaffst du das? Peanuts. Und das dritte Wörtchen habe ich von einem meiner alten Assistenten und Elektronik-Gurus. Das ist ein Wort, was man auch anbringen könnte auf die Frage, wie findest du das? Oder hier, das und das und das und das und so. Und du wirst darum gebeten, irgendeinen Kommentar abzuliefern, dann sagst du einfach, überbewertet. Peanuts, überbewertet. Genial. So, ich habe gedacht, wenn ich ein Video über Einwortsätze mache, dann wird es nicht so lang. Da draußen gibt es noch viel größere Wortschätze, also abtippen. Leave your interesting or creative responses in the comment section below. Kommentar, Herr Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar. Du bist kein Kommissar. Good for you. Fehlinvestition. Special Effect.